Du startest nichtsahnend dein PC, doch bekommst kein Bild auf deinen Monitor ausgegeben. Das ist natürlich sehr ärgerlich und kann viele verschiedene Gründe haben. In diesem Video möchte ich dir die 7 häufigsten Ursachen für diese Problematik auflisten und dir den jeweiligen Lösungsweg nennen. Wenn du dir dieses Video in Ruhe anschaust und eins nach dem anderen durchgehst, dann hast du eine sehr gute Chance, das Problem loszuwerden. Let's go! Die folgenden Ursachen basieren auf dem klassischen Ausschlussverfahren. Das bedeutet, dass du mögliche Fehlerquellen nach und nach ausschließt. Regier die 7 Gründe sorgfältig von vorne nach hinten durch und finde somit möglichst schnell die Fehlerursache. Sollte dein PC ein schwarzes Bild zeigen, aber auch Beep-Codes ausgeben, also Piepgeräusche machen, dann empfehle ich dir mein separates Video zu dieser Thematik anzuschauen, welches ich dir hier oben rechts in der Infocard verlinkt habe. Sollte dein PC gar nicht starten, habe ich dir ebenfalls ein passendes Video dazu verlinkt. Bevor wir jetzt aber mit der eigentlichen Fehlersuche richtig loslegen, möchte ich dich bitten, vorab einen Basic-Check durchzuführen, also ganz grundlegende Dinge zu kontrollieren. Überprüfe hierbei sowohl die Stromversorgung des Monitors als auch die des PCs. In vielen Fällen bieten Monitore eine Status-LED, die anzeigt, ob der Monitor mit Strom versorgt wird. Stelle außerdem sicher, dass alle Kabel richtig in den Anschlüssen sitzen und die Kabel auch nicht beschädigt bzw. defekt sind. Hast du diese grundlegenden Dinge überprüft, geht es auch schon an die erste mögliche Fehlerquelle. Hierbei handelt es sich um die falsch ausgewählte Videoquelle. Wenn euer Monitor mehrere Videoeingänge, also Anschlüsse, anbietet, so müsst ihr sicherstellen, dass der Monitor auch auf den richtigen Anschluss eingestellt ist. Viele Monitore erkennen zwar mittlerweile automatisch, welcher Port gerade aktiv ist, dennoch lohnt es sich mal einen Blick in die Monitoreinstellungen zu werfen. Die meisten Monitormodelle bieten eine unterschiedliche Menüführung an, da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen durchklicken. In den meisten Fällen sollten sich die Einstellungen unter der Kategorie Eingang oder Quelle finden lassen. Andere Monitore wiederum bieten einen eigenen Knopf für diese Settings an. Sollte der Port richtig eingestellt sein, aber immer noch kein Bild erscheinen, empfiehlt es sich auch mal einen anderen Anschluss auszuprobieren, um einen möglichen Defekt an der verwendeten Schnittstelle auszuschließen. Hat die erste Maßnahme nichts geholfen, gilt es zu überprüfen, ob der Monitor überhaupt an der richtigen Schnittstelle des PCs angeschlossen wurde. Es ist ein sehr beliebter Fehler, dass Nutzer ihren Monitor an die iGPU, also am Mainboard, anschließen, obwohl sie eine Grafikkarte verbaut haben. Sollte in eurem PC eine Grafikkarte verbaut sein, dann schließt euren Monitor unbedingt auch daran an. Die Anschlüsse der Grafikkarte befinden sich in aller Regel hinten horizontal, etwas weiter unten, während die Mainboard-Anschlüsse darüber vertikal angeordnet sind. Verwendet euer PC keine Grafikkarte, so müsst ihr auf die iGPU, also die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, zurückgreifen. Diese erhaltet ihr, wenn ihr euren Monitor oben an eine Mainboard-Videoschnittstelle anschließt. Natürlich muss euer Prozessor in diesem Falle auch über solch eine iGPU verfügen. Ob diese vorhanden ist, verrät euch das Internet. Habt ihr die Anbindung an den PC sichergestellt, solltet ihr als nächstes eine Inkompatibilität zwischen der CPU und eurem BIOS bzw. UEFI ausschließen. Erscheinen neue Prozessoren, egal ob von Intel oder AMD, sind für den Betrieb mit älteren Motherboards meist BIOS-Updates notwendig, damit die CPU korrekt erkannt wird. Abgesehen davon, dass der Prozessor grundsätzlich natürlich mit Sockel und Chipsatz kompatibel sein muss, gilt es also auch, die BIOS-Version zu aktualisieren, falls die CPU neuer ist als das Motherboard. Zwar werden neue Mainboards häufig bereits mit frisch geupdateten BIOS ausgeliefert, man kann aber nie hundertprozentig davon ausgehen. Wie solch ein Update funktioniert, wird euch in vielen Tutorials auf YouTube bereits ausführlich erklärt. Ihr benötigt dafür in aller Regel einen älteren Prozessor, um dieses Update durchzuführen. Ansonsten bieten auch viele Online-Shops oder allgemein PC-Shops für wenig Geld auch einen Update-Service an. Was ihr allerdings vorher noch probieren solltet, ist ein BIOS-Reset durchzuführen, indem ihr die CMOS-Batterie, also die kleine Knopfbatterie auf dem Mainboard, einmal raus und wieder rein macht. Auch dieser Vorgang kann das Problem einer fehlenden Bildausgabe tatsächlich auch schon lösen. Möglicher Grund Nummer 4 handelt vom RAM bzw. Arbeitsspeicher. Überprüft bitte einmal, ob der RAM richtig eingebaut wurde und korrekt im Slot sitzt. Einfach nochmal gleichmäßig nachdrücken oder den RAM noch einmal aus- und einbauen. Erfahrungsgemäß ist das eher seltener die Ursache für solch einen Fehler, aber dieser Schritt ist sehr schnell durchgeführt und könnte auch euer Problem schon lösen. Wenn ihr den PC schon offen habt, lohnt es sich auch immer mal einen Blick auf die allgemeine Verkabelung zu werfen. Sind alle Komponenten mit Strom versorgt und sind die Steckverbindungen richtig drin? Wenn ja, dann geht es nun weiter mit der 5. möglichen Fehlerquelle.
Eine weitere nachvollziehbare Ursache für eine fehlende Bildausgabe ist die verbaute Grafikkarte, falls vorhanden. Überprüft, ob eure Grafikkarte richtig im PCI Express-Slot eures Mainboards eingerastet ist und korrekt mit Strom versorgt wird. Je nach Grafikkartenmodell sind hierfür unterschiedlich viele PCI Express-Stromkabel erforderlich. Manch andere Grafikkarte, vor allem die im günstigeren Segment, benötigen teilweise keine externe Stromversorgung, da die Stromzufuhr in diesem Falle aus dem PCI Express-Slot ausreicht. Wesentlich ärgerlicher hingegen ist eine defekte Grafikkarte, die aus welchem Grund auch immer nicht mehr funktionsfähig ist. Um zu überprüfen, ob eure Grafikkarte die Fehlerquelle ist, baut diese zunächst aus und schließt euren Monitor an die iGPU des Prozessors an, falls vorhanden. Bekommt ihr nun ein Bild ausgegeben, könnt ihr euch sicher sein, dass entweder eure Grafikkarte defekt ist oder der PCI Express-Slot seinen Geist aufgegeben hat. Letztere Ursache ist zwar eher seltener der Fall, kann aber ganz einfach überprüft werden, indem ihr die Grafikkarte dann in einen anderen PCI Express-Slot einbaut. Gebt euer PC nun wieder ein Bild aus, so ist eine defekte PCI Express-Schnittstelle naheliegend. Seid ihr bis zu diesem Zeitpunkt des Videos noch nicht fündig geworden, so ist vielleicht der Monitor selber die Fehlerquelle. Um das herauszufinden, gibt es zwei mögliche Lösungsansätze. Einen defekten Monitor erkennt man am besten, indem man ihn an einen anderen PC anbindet und dort ebenfalls kein Bild ausgegeben bekommt. Ist das der Fall, ist der Monitor höchstwahrscheinlich die Ursache. Alternativ könnt ihr auch andersherum vorgehen und an den Problem-PC einen anderen Bildschirm anschließen. Funktioniert dieser plötzlich einwandfrei, so liegt das Problem auch ganz klar am Monitor. Nun hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen von euch eine passende Lösung zu der genannten Problematik vorstellen konnte. Sollte euer Problem immer noch nicht gelöst sein, schildert euer Problem nochmal genau in den Kommentaren und ich werde mein Bestes geben, euch dabei weiterzuhelfen. Wenn ich dir mit diesem Video weitergeholfen habe, würde ich mich an der Stelle mega über einen Daumen nach oben freuen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, ciao, ciao.